15 Minuten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Frau Kröger, liebe Eva Maria, vielen Dank für die lobenden Worte. Das darf man vielleicht auch mal an der Stelle sagen. Und auch vielen Dank an Herrn Minister Pegel und Herrn Minister Brotkorb für die bisherige Unterstützung, wenn wir darüber sprechen, wie wir den sozialen Wohnungsneubau hier in unserem Lande regeln und umsetzen wollen. Nichtsdestotrotz bin ich auch ein bisschen traurig. Warum? Das hat Frau Kröger eigentlich schon selbst gesagt. Dieser Antrag wäre heute gar nicht notwendig gewesen, weil wir bereits im Sommer erstmalig das Thema Richtlinie Wohnungsbau sozial besprochen haben und im Rahmen der Haushaltsdebatte vor 8 Wochen wirklich intensiv mit den Themen und Punkten, die hier alle genannt worden sind, uns auseinandergesetzt haben. Und der Minister hat es gerade erwähnt und gesagt, er hat zugesagt, dass diese Richtlinie bereits in Arbeit ist, sukzessive, je nachdem, wie die Fördermittelanträge jetzt abgearbeitet werden. Und wir uns darauf im Ausschuss verständigt haben, dass wir eine Expertenanhörung im März mit dem Verband der Norddeutschen Wohnungsunternehmen, das steht im Termin und Themenplan fest, vereinbart haben und auch mit der Bauwirtschaft ein Expertengespräch vereinbart haben. Und deshalb sage ich das aber ganz deutlich, ist dieser Antrag hier nicht notwendig, weil wir das Thema bereits im Ausschuss seit einem halben Jahr bearbeiten und auch weiter bearbeiten werden, weil wir alle Interesse haben, dass wir das Thema sozialer Wohnungsneubau selbstverständlich vernünftig hier in unserem Land auch umsetzen wollen. Jetzt habe ich festgestellt, dass der Minister ja nun alles schon abgedeckt hat. Und jetzt will ich nur noch mal gucken, ob mir das eine oder andere noch auffällt, was ich sagen muss. Er hat auch Rostock erwähnt, dass wir gerade vor kurzem einen Fördermittelbescheid übergeben haben und auch weitere Fördermittelbescheide in Aussicht stehen für 320 neue sozial geförderte Wohnungen von der Firma Semmelhack. Meine Damen und Herren, bei den Förderbemessungen, denke ich, darf man auch nicht nur einseitig denken. Die Sichtweise der Linksfraktion für die hohen Kosten für den Erwerb, Erschließung des Grundstückes, Architektur- und Ingenieurleistung, barrierefreie Außenanlagen, Behördenleistung, Finanzierungskosten lassen Sie einfach so unter dem Tisch fallen. Ich denke, wir sind im Moment mit der Förderrichtlinie auf die Gesamtkosten fixiert, was ja auch vernünftig ist, weil wir auch über 20 Jahre dann die belegungsgebundenen Wohnungen ja auch vermieten wollen und dann innerhalb der ersten 10 Jahre zwischen 5,5 Euro bis 6,5 Euro den Quadratmeter. Gefördert wird jetzt mit Zuschüssen von bis zu 32,5%, das heißt Gesamtausgaben von 850 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche bei barrierefreien Wohneinheiten, die mit einem Aufzug erschlossen sind. Hier muss man noch mal erwähnen, wir haben wirklich im Land unterschiedliche Baupreise, das hat der Minister auch noch mal erwähnt, und deshalb müssen wir mal schauen, inwieweit wir diese Richtlinie auch dahingehend anpassen, dass sie eben für den einen Ort, ich sag mal Rostock und Greifswald, und auch für andere Orte gelten kann und wir trotzdem hier vernünftig sozialen Wohnungsbau umsetzen können. Dann habe ich das am Mittwoch im Rahmen der Haushaltsdebatte ja schon erwähnt. Wir haben die starre 4% Leerstandsklausel kassiert und gehen jetzt davon aus, dass wir die Städte, also Grundzentren, Mittelzentren, Oberzentren sowieso fördern, die Hansestadt Rostock und auch die Hansestadt Greifswald, Universitätsstadt, Entschuldigung, dass wir dort fördern und auch die Gemeinden mit den touristischen Schwerpunkträumen, weil wir auch da festgestellt haben, ich war gerade vor 3 Wochen auf der Insel Usedom und habe dort mit den Wohnungspolitikern gesprochen und die mir gesagt haben, auch wir haben bestimmte Probleme, weil eben die Angestellten in unseren Gemeinden bzw. in den Hotels etc. keinen vernünftig bezahlbaren Wohnraum mehr finden. Nichtsdestotrotz sind auch in der Vergangenheit Fehler gemacht worden, das muss man auch sagen, weil man eben meinte, man muss überall Ferienwohnungen etc. bauen. Also wie gesagt, der Minister hat soweit alles abgeräumt. Mir bleibt jetzt am Ende der Rede nur noch zu sagen, vielen Dank für die konstruktive Mitarbeit im Energieausschuss und auch für die zukünftige Arbeit. Und ich wünsche auch Ihnen, meine Damen und Herren, sowie allen Mitarbeitern der Landtagsverwaltung frohe Weihnachten, besinnliche Weihnachtstage und einen gesunden Rutsch ins neue Jahr. Vielen Dank.